Jo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mehr FPS in Fortnite haben könnt. Das Ganze habe ich euch schon anhand von Minecraft gezeigt. Ich zeige es euch jetzt hier in Fortnite mit der Season 7. Es geht aber auch natürlich mit der neueren Version, denn es ändert sich nicht wirklich viel in den Grafikeinstellungen in Fortnite. Und dieses Video bezieht sich auch nicht nur auf Fortnite, sondern es sind auch ein paar Windows-Einstellungen dabei. Ja, und jetzt genug gelabert, jetzt geht's los mit dem Video. Und wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, es gibt ein paar Einstellungen, die nichts mit Fortnite zu tun haben, sondern ein paar Einstellungen, die innerhalb von Windows sind. So, und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Das allererste, wir schließen erstmal Fortnite und wir öffnen hier unten die Suche und wir müssen einmal in die Energiespareinstellung eures Computers. Dahin kommen wir, wenn wir einmal hier unten in die Suche Energie eingeben, dann können wir hier den Energiesparplan auswählen und dann öffnen wir hier diese Einstellung und jetzt müssen wir hier die richtigen Einstellungen treffen. Euer PC ist normalerweise hier auf ausbalanciert eingestellt oder vielleicht auch im Energiesparmodus. Falls ihr einen Laptop habt, dann würde ich euch empfehlen, den ans Ladekabel zu packen und dann hier auf den Höchstleistungsmodus zu stellen. Genauso mit dem PC, den kann man natürlich nicht ans Ladekabel packen, aber der sollte auch auf den Höchstleistungsmodus eingestellt werden, weil dann kommt wirklich die komplette Leistung eures Rechners raus. Und die nächste Einstellung ist auch immer noch unter Windows und wir gehen hier wieder in die Suche und wir geben jetzt Spieleleiste ein. Und dann kommt hier unter Windows 10, ich glaube, das geht nämlich nicht unter Windows 7 und unter Windows 8, sondern nur unter Windows 10, die Spieleleiste. Und da klicken wir einmal drauf und die aktivieren wir hier. Die sollte im Normalfall auch schon aktiviert sein. Und mit Windows, also der Windows-Taste und G, können wir die dann öffnen, wenn wir diese beiden Knöpfe zusammendrücken. Und das machen wir gleich auch in Fortnite. Ich kann euch das allerdings nicht zeigen, weil man das nicht aufnehmen kann. Aber das kann man auf jeden Fall in Fortnite aktivieren. Da drückt man Windows und G und dann kann man auswählen, dass Fortnite ein Spiel ist. Und dann regelt Windows ein bisschen die Performance, also dass halt Fortnite mehr Leistung kriegt als alle anderen Spiele, die im Hintergrund oder beziehungsweise alle anderen Programme, die im Hintergrund laufen. Und das hat dann halt den Vorteil, ja, dass ihr halt mehr FPS in Fortnite habt. Und ja, das kann man aber auch bei allen Spielen anwenden. Also es ist nicht nur ein Trick für Fortnite, sondern falls ihr noch irgendwo anders Probleme habt, diesen Trick kann man auf jeden Fall da auch benutzen. So, als nächstes geht es auch wieder mit einer Windows-Einstellung weiter, nämlich den Autostart. Es kann nämlich sein, dass gerade auch wenn ihr hier unten diese Leiste guckt, bei mir ist da relativ viel. Und das bedeutet, es sind ganz schön viele Programme im Hintergrund. Und da ich die nicht alle gestartet habe, sondern die alle schon da waren, als ich den Computer gestartet habe, ja, hat das was mit dem Autostart zu tun. Das heißt, diese ganzen Programme sind im Autostart und da kommen wir hin, indem wir einmal den Taskmanager öffnen. Ein kleiner Trick, wenn wir Steuerung, Shift und Escape drücken, dann öffnen wir direkt den Taskmanager und dann kommen wir nicht in dieses Zwischenmenü, was wir kennen, wenn wir normalerweise mit Steuerung Alt und Entfernen den Taskmanager öffnen, sondern wir kommen direkt hier hin. Ja, auf jeden Fall müssen wir einmal hier in den Autostart und ich glaube, das geht auch nur unter Windows 8 und unter Windows 10. Unter Windows 7, da gibt es noch einen anderen Trick, den zeige ich euch auch gleich, aber wir müssen auf jeden Fall hier in den Autostart. So, und hier sind jetzt alle Programme drin, die in dem Autostart sind. Der Autostart bedeutet, dass die ganzen Programme werden halt gestartet, wenn euer Computer startet. Die sind automatisch, werden die hochgefahren. Das heißt, wenn ich meinen PC anmache, ist Origin schon an, da ist Skype schon an und Spotify. So, und wo hier überall aktiviert steht, die werden halt natürlich auch gestartet. Bei deaktiviert, die werden halt nicht gestartet. So, und wir können uns jetzt vorstellen, diese ganzen Programme, die halt alle im Hintergrund mitstarten, die bleiben natürlich auch an. Also das heißt, die werden die ganze Zeit ein bisschen Leistung mitziehen und euren PC auf jeden Fall die Leistung klauen, die es vielleicht für Fortnite gebrauchen könnte. Und deswegen macht es Sinn, die Programme, die man nicht braucht, zu deaktivieren. Zum Beispiel Origin oder Steam, das brauche ich ja gar nicht, weil ich spiele ja Fortnite und das hat ja nichts mit den beiden Programmen zu tun und ich brauche es eigentlich auch gar nicht. Ich telefoniere nicht über Skype und höre vielleicht auch keine Musik auf Spotify, deswegen diese ganzen Programme können halt geschlossen bzw. hier im Autostart deaktiviert werden. Das macht man einfach, wenn man Rechtsklick drauf macht, deaktivieren. Und dann starten die Programme nicht mehr. So, für die Leute, die einmal Windows 7 haben, die brauchen nämlich ein extra Programm, das nennt sich CCleaner. Das müsst ihr einmal runterladen, Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, es ist auch kostenlos und wir können hier unter den Extras, unter Autostart, das Ganze auch deaktivieren. Das ganze Programm gibt es natürlich auch für Windows 8 und Windows 10. Ich habe ja auch selber Windows 10, hat noch ein paar andere Vorteile, man kann halt ein bisschen Speicher clearen und was auch immer. Aber hier kann man auf jeden Fall, wie gesagt, den ganzen Autostart auch regeln. Apropos Speicher, das habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Es macht nämlich auch Sinn, dass ihr Speicher auf eurem PC frei habt, denn es kann nämlich sein, dass wenn die Festplatte, wo euer Windows drauf ist oder wo euer Spiel drauf ist, nämlich Fortnite. Also wenn hier irgendwas rot ist, dann hat es auf jeden Fall was damit zu tun, dass eure Festplatte voll ist und jedes Spiel oder jedes Programm, was halt irgendwie läuft, das braucht natürlich auch nicht nur, klar, Speicher, weil es irgendwie da gespeichert werden will, sondern das speichert und schreibt ja die ganze Zeit neue Daten und wenn der Speicher dann voll ist, dann können keine Daten geschrieben werden und das führt dann wahrscheinlich oder es kann halt zu Lags führen und gerade bei Spielen ist es halt so, die fangen dann einfach krass an zu laggen. Also sorgt immer dafür, dass euer Speicher hier schön frei ist, bei allen Festplatten. Ja, und dann ist das auf jeden Fall eine gute Voraussetzung auf jeden Fall, um erstmal die Spiele zu spielen und damit sie nicht laggen. So, das waren erstmal die Einstellungen auf jeden Fall zu Windows selber. Jetzt kommen wir zu den Einstellungen in Fortnite und da gibt es auch noch eine hier in dem Launcher von Epic Games. Die ist nochmal ganz wichtig. Wir gehen hier in die Einstellungen
scrollen hier einmal runter, klicken auf Fortnite, klicken diesen Haken hier an und geben das hier ein. Also das packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Das müsst ihr jetzt nicht abtippen. Das ist einfach so ein Befehl, den kann man kopieren, hier einfügen und dann werden die Grafikeinstellungen automatisch runtergestellt. Da wird dann nicht mehr so viel gerendert und dadurch ist auf jeden Fall das Spiel bei euch viel, viel schneller. So, das war es jetzt erstmal zu den Einstellungen innerhalb von dem Launcher und von Windows und jetzt geht es zu den richtigen Einstellungen innerhalb von Fortnite und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir innerhalb von Fortnite und ich zeige euch jetzt hier die Einstellung. Wir gehen dazu einfach hier in die Einstellung und gehen dann einmal in die Grafikeinstellung. Da sind wir standardmäßig schon drin. Und jetzt haben wir hier ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall noch einstellen können. Nämlich hier, ganz wichtig, der Fenstermodus. Da haben ganz viele einfach Vollbild im Fenster eingestellt. Das hatte ich bis jetzt auch immer. Dann kann man super schnell so aus Fortnite raus, in Windows rein und was auch immer. Das ist super praktisch. Der Nachteil ist allerdings, also die ganze Oberfläche von Windows muss die ganze Zeit mitgerendert werden. Und das kostet unglaublich viel Leistung, die ihr hier einfach sparen könnt, wenn ihr hier einfach auf Vollbild stellt. Denn dann könnt ihr nämlich auch die Bildschirmauflösung unterstellen. Und das ist nämlich noch ein weiterer Vorteil, zusätzlich dazu, dass erstmal Windows hier eure Performance nicht klaut. Der Vorteil hier, ihr könnt die Sachen runterstellen und das bedeutet, ihr habt wirklich viel mehr FPS. Wenn ich hier auf 720p stelle statt auf 1080p, dann habe ich wirklich viel mehr FPS. Dadurch ist natürlich auch der Nachteil, dass das Spiel unglaublich unscharf wird. Man kann so allerdings spielen, wenn es wirklich nicht anders geht. Also das ist ein super Trick, einfach die Auflösung hier runterstellen. Ansonsten vielleicht hier das Mittelmaß wählen oder hier auf 1080p stellen und dann gucken, wie man hier sonst was runterstellen kann. Beim Grenzwert der Bildfrequenz könnt ihr auf jeden Fall ungeschadet, unbegrenzt einstellen, denn da ist es wirklich wichtig, das müsst ihr aufs Höchste einstellen, um möglichst viele FPS zu haben. Ich weiß, ihr könnt es anpassen, auch eure Monitorfrequenz, allerdings würde ich euch empfehlen, das möglichst hoch zu setzen, falls ihr kein Tearing habt. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Framerate eures Monitors zu nehmen, in der Regel sind das 60 oder 144 Hertz. Müsstet ihr mal im Internet nachgucken oder in der Produktbeschreibung, wie viel Hertz euer Monitor hat, dann darauf anpassen, aber ansonsten hier auf unbegrenzt stellen, dann habt ihr damit wirklich den besten Wert. Ja, und hier müsst ihr einfach alles so niedrig wie möglich einstellen. Das bedeutet natürlich auch, dass euer Spiel im Ende wirklich extrem hässlich ist, aber ihr könnt euch aussuchen, vielleicht wollt ihr ein bisschen mehr Wert auf Texturen legen und vielleicht einen eigenen Mittelwert finden, also ihr könnt hier vielleicht ein bisschen was umstellen, mal so einstellen, mal gucken, wie es dann so aussieht, vielleicht habt ihr dann vielleicht doch ein ganz hübsches Spiel, habt aber dadurch wirklich genug FPS, deswegen würde ich euch hier empfehlen, zu gucken, auf was ihr Wert legt, also wenn ihr zum Beispiel Schatten braucht, dann stellt den halt ein, stellt aber die anderen Sachen komplett runter, oder wenn ihr Anti-Aliasing, also Kantenglättung braucht, dann stellt das ein oder stellt den Schatten aus, also ihr könnt natürlich bei einem ganz schlechten PC das komplett runterstellen, aber wenn man irgendwie schon über 100 Bilder pro Sekunde ist, dann würde ich euch raten, hier irgendwie zu gucken, ein paar Sachen auf Mittel stellen und dann hat man ein gutes Gesamtbild, hat vielleicht 80, 90 FPS statt 120, aber dadurch hat man dann halt ein schönes Bild. So, V-Sync würde ich euch auch raten auszumachen, weil das reduziert bzw. limitiert auch die Bildrate und die Bewegungsunschärfe, die macht auch wirklich viel aus bei den FPS, sieht aber auch natürlich extrem kacke aus, wenn man es ausstellt, aber wie gesagt, das bringt auf jeden Fall auch viel. Ja, die Bildfrequenz, die würde ich euch in jedem Fall raten anzuhängen zu lassen, die wird nämlich hier rechts angezeigt, dadurch habt ihr dann jederzeit die Übersicht halt, wie viele Bilder ihr gerade pro Sekunde habt und das ist gleich ganz hilfreich, gerade wenn man es hier einstellt, ja, und man sieht dann halt, was die Einstellungen gebracht haben. Und da würde ich euch auch empfehlen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie viel FPS ihr vorher hattet und wie viel FPS ihr nachher hattet. Also nachdem ihr diese Einstellung so gemacht habt, wie ich euch das jetzt hier sage. Weil ich will mal gerne wissen, wie viel das bei euch gebracht hat. Also bei mir zum Beispiel, ich hatte vorher so 100 Bilder pro Sekunde. Ja, bei mir geht es jetzt teilweise, ich glaube es sind jetzt 280, ja manchmal auch 300. Ich hatte aber auch schon mal 400 Bilder pro Sekunde. Das kommt immer ganz auf das Spiel an, beziehungsweise die Runde, die man gerade spielt. Ja. Auf jeden Fall soweit dazu. Wir gehen einmal hier in die normalen Einstellungen mit dem Zahnrad, scrollen einmal komplett runter und müssen auch hier die letzten vier Sachen einmal ausstellen. Das sind einmal die Nvidia Highlights, beziehungsweise hier die Wiederholungen, die aufgenommen werden und wenn die halt an sind, dann kostet das auf jeden Fall auch Leistung. Das heißt, wird die ganze Zeit im Hintergrund noch Fortnite nimmt halt euer Game auf und ihr könnt das halt jederzeit im Nachhinein nochmal abrufen. Und falls ihr das nicht braucht, dann stellt das auf jeden Fall aus, weil dann habt ihr halt wirklich mehr Leistung, also weil das ist halt, das kostet halt Leistung, wenn halt im Hintergrund die ganze Zeit mit aufgenommen wird. Das kann man sich ungefähr vorstellen, wie wenn ich jetzt hier ein Let's Play mache. Oder beziehungsweise wenn ich halt die Runde mit einem Aufnahmeprogramm aufnehme, das ist ungefähr, kommt aufs Gleiche hinaus. Also das auf jeden Fall hier ausstellen. Weiter geht's hier mit den Audioeinstellungen. Da gibt es nämlich auch noch einen Trick, nämlich die Qualität hier auf niedrig stellen. Denn hier steht auch rechts, also Epic Games sagt es selber, die Performance kann dadurch beeinträchtigt werden, wenn ihr eine hohe Qualität da einstellt. Das heißt, da ruhig auf niedrig stellen. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich was gebracht hat. Also bei mir habe ich da jetzt keinen Unterschied gespürt. Steht aber allerdings hier rechts und deswegen würde ich euch auch mal kurz eben fragen, wenn es bei euch was gebracht hat, schreibt mir das auch einfach mal in die Kommentare. Es interessiert mich auf jeden Fall brennend. Also bei mir hat das nichts gebracht, aber wie gesagt, es steht hier und deswegen empfehle ich euch das auf jeden Fall auch. Aber bei mir hat es, wie gesagt, nichts gebracht. So, das war es erstmal zu den Einstellungen hier innerhalb von Fortnite. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.
Tschüss.